Hallo an mein Waage-Kollektiv. Herzlich willkommen. Zeit für euren Wochenausblick. Mal gucken. Für die eine oder andere Waage könnte hier eine Botschaft drin stecken. Ja, zum einen wird hier Abstand gewonnen mit den 8er Kelchen. Hier werden 2 Kelche zurückgelassen, die nicht mehr dienlich sind. Und die darfst du auch getrost zurücklassen, ohne dir darüber Gedanken machen zu müssen. Die brauchst du nicht mehr. Die sind kaputt, die können nichts mehr halten. Ab in den Müll damit. Frühjahrsputz quasi. Mit der Herrscherin beherrschst du dein Chaos, bleibst also in deiner Ordnung. Weil wie gesagt, diese 2 alten Kelche, die haben es gehabt. Die bringen nur Chaos und du bist ständig damit beschäftigt, sie wieder neu zu befüllen. Aber sie halten nichts mehr. Sie bringen nichts mehr. 3 der Stäbe heißt Lernzeit, neue Sichtweisen gewinnen, den Horizont erweitern. Und mit der Welt möchte es auch bei euch hier in die Wunscherfüllung gehen. In die Wunscherfüllung vielleicht mit einer sehr gefühlvollen Person, denn ich habe auch bei euch hier den Ritter der Kelche. Allerdings im Zusammenspiel mit dem Herrscher. So, nun kann es natürlich sein, dass diese Person 2 Seiten hat. Zum einen sehr gefühlvoll, zum anderen sehr beherrscht. Jetzt muss ich gerade irgendwie an den Zwilling denken, keine Ahnung. Die haben ja meistens so 2 Gesichter. Eine von beiden ist immer ein bisschen stärker. Könnte eine Rolle spielen, muss aber nicht. Ist jetzt nur der eigene Impuls. Ja, also vielleicht ist es auch einfach eure Energie als Waage, dass hier wieder ein bisschen mehr Gleichgewicht reinkommen darf. Ja, bei euch vielleicht ein bisschen mehr Romantik auf der einen Seite und ein bisschen mehr Struktur auf der anderen Seite, weil die Herrscherin und der Herrscher, die liegen hier bei mir auch gerade, ja, übereinander, untereinander, wie auch immer man das sehen möchte. 4 der Kelche fallen hier ebenfalls raus. Also so ein bisschen, ja, Gefühlsdruss, sagen wir es mal so. Vielleicht ist genau das eben, was jetzt benötigt wird. Ein bisschen mehr Gefühl, damit aus dieser Starrheit rausgekommen werden kann. 7 der Schwerter. Hier geht es auf die Jagd nach den Sehnsüchten. Das heißt aber auch, dass du diese Sehnsüchte ergründen musst. Was wünschst du dir? Was darf hier mit der Welt in Erfüllung gehen? Dann heißt es aber auch deswegen Chaos beherrschen, damit du am Ball bleibst. Ja, nicht zu viele Einflüsse von außen. Dich generell sowieso nicht von anderen Menschen beeinflussen lassen. Bilde dir dein eigenes Bild, weil nur dann bist du ausgeglichen. Und kannst für dich selber einstehen und kannst dementsprechend auch mit den 6 der Stäben hier, ja, den Erfolg feiern. Unabhängig davon, ob von außen sogar, ja, jemand es dir nicht gönnen sollte. Page der Schwerter bringt Impulse rein. 3 der Schwerter hier auf jeden Fall auch auflösen von einem Herzensproblem. Und 2 der Kelche, ja, die Vertragspartnerschaftskarte. Hier möchte also gerne ein Vertrag, eine Verbindung geschlossen werden. Allerdings heißt es auch hier 2 ausgleichen. Die Waage mal wieder ein bisschen im Ungleichgewicht.